I go over anything like ranch. Facts. Think I want a yacht and a ranch. Yes. Hit the boulevard and hit my dance. Everybody wanna be a boss, but they can't. But they motherfucking yeah, can't. I go over anything like ranch. Had to tell my old hoes, bon voyage like I'm in France. Hey, now I eat hors d'oeuvres and get them served at my events. Hey, fuck up on my face, please and thank you in advance. Hey, hey, I'm like, hey, yeah, you know the game. Ice all in my veins. Yeah. Bitch, ain't nothing changed. I got money in the bank. Yeah. In a Roth IRA, put the drinks on my. Hi und herzlich willkommen bei einem weiteren Video auf meinem YouTube-Kanal. Es ist echt geil, wie das Feedback auf diese Videos langsam zunimmt, wie auch unsere Mühe hinsichtlich der Videos langsam zunimmt, denn am Anfang waren es zumeist einfach One-Takes. Ich habe mich hingesetzt und habe angefangen, über ein Thema zu sprechen, worauf ich mich dann ein wenig vorbereitet habe. Jetzt ist es schon so, dass ich mir wirklich Gedanken mache, wie baue ich ein Video auf, was könnte ich noch mit einbauen, dass das Ganze einfach ein wenig cinematischer ist, also ein wenig anschaulicher, ein wenig ja, cooler anzusehen. Ich denke mir, hey, wenn man doch Content und wenn man Wissen vermittelt, dann kann man sich doch bei der Produktion dessen auch noch ein bisschen mehr Mühe geben. Ich denke, ihr habt schon mitbekommen, ich bin jetzt nicht total unehrgeizig in den Dingen, die ich mache. Und vor allem, wenn ich merke, du oder ihr nehmt euch Zeit für meine Videos, dann möchte ich mir natürlich auch Zeit nehmen, diese Videos möglichst geil anzufertigen. Heute ist unser Thema allerdings nicht die Videoproduktion, das ist auch nicht Thema unseres Kanals, sondern unser Thema ist heute der Vergleich Management Buyout versus Leveraged Buyout. De facto gibt es da schon Überschneidungen und ich merke ganz häufig draußen in der Praxis, wenn ich mit Unternehmerinnen und Unternehmern spreche, dass diese beiden Begriffe ja häufig miteinander vermischt werden und die meisten auch nicht so ganz sattelfest sind, wenn es genau um diese Themen geht. Deswegen würde ich jetzt sagen, wir gehen rüber in den Besprechungsraum und im Besprechungsraum werden wir uns dann einfach näher mit diesen Differenzen zwischen Management Buyout und Leveraged Buyout auseinandersetzen, aber natürlich auch mit den Überschneidungspunkten, denn ganz unähnlich sind die Dinge nicht, weil sonst gäbe es auch nicht so viele Verwechslungen. Deswegen würde ich sagen, wir gehen rüber und treffen uns einfach gleich wieder. Bis dann! I heard that my ex man, she rolled by the crib and saw her turn it to a sex shack. Bent back, face down, popping for the realest in the game. Over everything like ranch in the kitchen's where I stay with the sauce. So, jetzt angekommen hier im Besprechungsraum, möchte ich mit dir über das Thema Management Buyout versus Leveraged Buyout sprechen. Eine wesentliche Komponente, die eben beide Akronyme miteinander verbindet, ist der Teil Buyout, das heißt der Herauskauf. Und de facto geht es eben um zwei verschiedene Szenarien, wie bzw. von wem ein Unternehmen letztlich übernommen wird. Fangen wir mal an mit dem klassischen Leveraged Buyout. Leveraged heißt zu Deutsch übersetzt nicht mehr als gehebelt. Das heißt, hier kommen wieder die Bestandteile ins Spiel, die wir ohnehin schon mal aufgegriffen hatten, nämlich die verschiedenen Kapitalarten. Um etwas zu leveragen, arbeiten wir mit Fremdkapital und mit Mezzaninkapital, haben wir ja bereits schon aufgearbeitet. Mezzaninkapital ist Fremdkapital mit Eigenkapitalcharakter. Und so hebeln wir unsere wirtschaftliche Kraft, unsere Kaufkraft, unsere wirtschaftliche Energie letztlich auf ein komplett anderes Level, weil wir eben diese Hebelfunktion nutzen. Wir haben, und das ist im Endeffekt immer die zentrale Kenngröße, die Eigenkapitalrendite. Wenn wir kein Eigenkapital oder nur ganz geringe Mengen einsetzen und die gesamte Rendite auf unseren Eigenkapitalanteil runterbrechen, haben wir natürlich extrem hohe Eigenkapitalrenditen, die letztlich ja auch das Ziel unserer ökonomischen Zielsetzung sind. Also der Leveraged Buyout ist die Übernahme des Unternehmens, eines Unternehmens, mithilfe eines möglichst hohen Fremdkapitalanteils, der uns wiederum diese hohen Eigenkapitalrenditen ermöglicht. Verglichen dazu gibt es noch den Management Buyout. Der Management Buyout ist das Szenario, wenn das bestehende Management einer Firma, das zumeist angestellt ist, also Abteilungsleiter oder Vorstände,
dann in die Situation rutschen, das komplette Unternehmen zu übernehmen. Auch diese arbeiten in den allermeisten Fällen mit einem wesentlichen Anteil von Fremdkapital. Allerdings ist die Fremdkapitalbeschaffung aufgrund der bestehenden Historie zwischen dem Management, also dann hoffentlich den zukünftigen Eigentümern, und dem Unternehmen als solches natürlich für einen Kapitalgeber sprechend. Denn wenn du dir jetzt überlegst, es kommt eine quasi anonyme Person, die ein bis dato anonymes Unternehmen oder vielleicht nur im Rahmen einer Due Diligence-Prüfung geprüftes Unternehmen für sich in Eigentum nehmen möchte, oder wir haben ein Team. Meistens ist es nicht nur eine Person aus dem Management, sondern vielleicht 3-4 Personen aus dem Management, die sagen, wir übernehmen jetzt das Unternehmen, weil der bestehende Gesellschafter oder der bestehende Gesellschafterkreis, schrägstrich Geschäftsführer oder Geschäftsführerkreis, nicht mehr möchte oder es andere Anlässe gibt, eben die Eigentumsverhältnisse hin zum Management zu verändern. Und du stellst dir jetzt die Frage, als Kapitalgeber gebe ich quasi diesem Anonymous in Anführungsstrichen dieses Geld oder gebe ich einer Personengruppe, schrägstrich einer Person das Geld, die bereits profunde Erfahrungen im Zusammenhang mit diesem Unternehmen hat. Ich denke, die Antwort, die erübrigt sich bzw. die ergibt sich von selber, denn das bestehende Management kann natürlich immer mit einer viel, viel größeren Überzeugungskraft an einen Fremdkapitalgeber herantreten, der wiederum dafür Sorge trägt, dass die entsprechenden Kapitalmittel dann zur Verfügung stehen, um den Erwerb der Unternehmung als solches zu realisieren. Das heißt, die wesentliche Differenzierung liegt nicht unbedingt in der Art, wie das Unternehmen übernommen wird, nämlich durch diesen möglichst hohen Fremdkapitalanteil, der wiederum auf eine möglichst hohe Eigenkapitalrendite abzielt, sondern vielmehr von wem wird das Unternehmen übernommen, also von einem bis dato mit dem Unternehmen nicht wirklich in Beziehung stehenden Personenkreis oder mit einem sehr, sehr eng in Verbindung stehenden Personenkreis, schrägstrich einer Person, nämlich dem dann ehemaligen Management. Also du siehst, die Komplexität in der Differenzierung zwischen Leveraged Buyout und Management Buyout bezieht sich viel weniger auf die Art, wie das Unternehmen übernommen wird, sondern vielmehr auf den Personenkreis, der letztlich die Übernahme dann durchführt, beziehungsweise der dann als Primärakteur in diesem kompletten Takeover-Prozess, also diesem kompletten Übernahmeprozess agiert. Ich hoffe, dass dir dieses Video Klarheit hinsichtlich der Differenzierung zwischen Leverage Buyout und Management Buyout gegeben hat. Und ganz wichtig, damit unser Kanal wachsen kann, meine finale Bitte an dich. Bitte gib diesem Video einen Daumen nach oben. Abonniere den Kanal und bitte gib diesem Video einen Kommentar. Es reicht ein Smiley, es reicht hey cool, danke oder gerne auch konstruktive Kritik, wenn du konstruktive Kritik zu dem Video oder zum Kanal als solches anzubringen hast. Warum diese drei Schritte, also Daumen nach oben, Abonnement und Kommentar? Denn der Algorithmus von YouTube sowie die allermeisten sozialen Medien basieren eben auf der Interaktionsrate eurerseits. Ich kann mir die Mühe machen, Videos vorbereiten, Videos aufnehmen, schneiden und publizieren, brauche aber bitte, damit dieses Projekt auch wirklich zum gewünschten Erfolg letztlich führt, euer Feedback in Form dieser drei Schritte. Das Ganze kostet kein Geld, hilft aber enorm, um unsere Reichweite zu pushen und ich werde mein Bestes tun, zukünftig auch weiterhin hochwertigen und professionell ausgestalteten Mehrwert zu generieren in Form von Videos oder in Form von Content ganz allgemein. Wir haben ja auch immer noch unseren Digital Business Podcast, der ja hoffentlich auch Mehrwert für die Gesellschaft stiftet. Und dein kleines Entgegenkommen, wofür ich mich jetzt schon bedanke und worum ich jetzt nochmal explizit bitte, ist eben Daumen nach oben, Abonnement und Kommentar. Und mit diesen abschließenden Worten verabschiede ich mich aus dem Video. Ich gehe jetzt wieder zurück in mein Büro, werde an den nächsten Content Pieces und an unseren Mandaten natürlich arbeiten und freue mich bereits, wenn wir uns am kommenden Video wiedersehen, beziehungsweise im kommenden Video wiedersehen. Dieses Video wird aufgenommen am Freitag, veröffentlicht am Sonntag und das nächste Video, das du zu sehen bekommst, kommt am Dienstag. In diesem Sinne, einen wunderschönen Abend, beziehungsweise einen tollen Tag, gute Nacht oder guten Morgen, je nachdem, wie gesagt, wann du das Video schaust. Mir macht super viel Spaß, ich hoffe dir auch und in diesem Sinne, ich bin jetzt raus. Bis dann. Ciao. Boulevard and hit my dance. Everybody wanna be a boss, but they can't. But they mother-